Wir gehen mal ganz kurz zu Kelly. Ich habe kürzlich Said getroffen. Sehr eigenwilliger Typ. Dafür, dass er so viel Gewalt und Zerstörung gesehen hat, ist er erstaunlich ausgeglichen. Trotzdem, allein möchte ich mit ihm nicht sein. Wie auch immer, was gibt's? Vermöchte sie allein mit uns sein? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Nichts Neues. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Das könnte sein. Vielleicht jetzt? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Ja, mache ich immer. Dafür bin ich bekannt. Auf mich aufpassen ist mein zweiter Vorname. So, dann haben wir... Ich überlege gerade... Ne, das mache ich später. Mit den Leuten nochmal wegen Upgrades reden. Das sind die Upgrades, die ich schon habe. Das sind die, genau. Maschinenpistole. Okay, da haben wir nicht genug. Ah, okay. Schussverbesserung, Kanone. Ja, gut, die können wir doch schon. Die Partikelkanone. Waffenupgrade. Die von den Turianern entwickelte magnetisch-hydrodynamische Kanone Thanix wurde auf der Normandie installiert. Sie ist stark genug, um durch mehrere Treffer auch ein Schiff der Kollektoren zu zerstören. Ja. So. Prototyp. Okay, die Sahne kennen wir alle schon. Das Korrektoren-Sturmgewehr. Ja, das könnte ich mir... Ah gut, erstmal hier Schaden, genau. Machen wir erstmal hier. 10%+10% Grumbonus für Maschinenpistolen. So, Sturmgewehr. Auch +10%. Okay. So, dann würde ich die Prototypen... Also ich würde auf jeden Fall den... Weil ich finde diese Singularitätswaffe ziemlich geil, auch wenn die lange Aufladezeit hat, aber die ist schon cool. Kollektoren-Sturmgewehr. Die Schusswaffe der Kollektoren basiert auf denselben Prinzipien wie das Sturmgewehr der Menschen, unterscheidet sich aber wegen seiner organischen Komponenten doch stark davon. Energiequelle scheint ein inneres Organ mit biotischer Kapazität zu sein. Die Munition erinnert an emaillierte Metallkugeln und kann feindliche Schilde mit tödlicher Effektivität deaktivieren. Die Zielautomatik sieht aus wie ein Bündel von Nerven, ist mit der menschlichen Physiognomie nicht kompatibel und damit entsprechend wirkungslos. Will ich haben. So, da haben wir natürlich noch hier... Ah, ich weiß nicht, Raketenwerfer oder Schrotflinte. Ich nehme die Schrotflinte. So, die Schrotflinte lieber schafft 2180 oder Evis... Was? Eviscerator heißt das so? Wurde von menschlichen Zivilisten entwickelt und verfügt über einen einzigartigen Munitionsgenerator. Während die meisten modernen Schusswaffen Splitter oder Kugeln aus einem Munitionsblock schneiden, stellt die M22A geriffelte Metallkeile mit aerodynamischen Flugeigenschaften her. Dadurch werden die panzerbrechenden Eigenschaften deutlich verbessert und die enge Streuung ermöglicht größere Wunden auf höhere Entfernungen. Die Waffe verstößt gegen mehrere intergalaktische Waffenabkommen und wird deshalb nicht an das Meteor ausgegeben. Ist mir egal. Der Jacob kriegt die trotzdem. Ja, gut, die lassen wir erstmal weg, die Sachen. Okay. Ja. So, dann schauen wir uns nochmal kurz hier unser Tagebuch an. Liebes Tagebuch. Ja, was bei Citadel, werden wir ja bald uns hinbegeben, habe ich ja schon gesagt. Auch Citadel, das ist alles klar hier. Darata, Faria-System Santoni. Ich hatte da vorhin Father-System gelesen, da habe ich nämlich irgendwie verlesen. Manchmal liest man nur das, was man lesen will. Okay. Ja, dann können wir eigentlich zu Citadel jetzt zurückkehren. Also nicht zurückkehren, uns erstmal ins Himmel geben. Würde ich fast sagen. Ja, ich glaube, wir gehen zu Citadel. Jetzt haben wir ein bisschen Action gehabt. Auch mit dem Garrus haben wir auch deutlich an Action zugewonnen. Und Citadel bekommen wir mindestens ein neues Teammitglied. Das wissen wir ja schon. Ich speichere jetzt erstmal.
Kann ja auch nichts Schlechtes sein. So. Okay, ja gut. Ich muss da mal jetzt, wie gesagt, hierhin zurückkehren. Treibstoffreserven bei 50%. Ja, ich weiß. So. Ich meine, wir finden auch Sonden zwischendurch. Ich meine ja. Aber es wäre dann der Lerneffekt. So. Ups. Okay. Also, wir machen den einen Plan. Das war Lorik. Genau, den machen wir jetzt erstmal fertig. Sonst kann ich nicht schlafen heute Nacht. Da ist ja schon die Abschlussstelle der Normandie. Ja, okay. Da können wir es eigentlich auch gerade machen. So, wir waren bei gut. Das hätte ich fast blind eine Sonde verschickt. Wow. Ich habe mich R2 gedrückt, aus Versehen. Sonde gestartet. Na, hat's doch gelohnt, seht ihr. So, Latin. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Oder Kinnwerfer, okay. Sonde gestartet. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Platin. Sonde gestartet. Immer noch Mittel. Ich möchte mal bitte was anderes als Platin. Hier. Naja, das ist nicht der Rede wert. Ah, hier ist doch was. Oh, Platin. Starte Sonde. Immer noch nicht abgebaut, Alter. Na gut, da ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Na, egal. Starte Sonde. Okay, muss doch irgendwo ein richtig fettes Vorkommen von irgendwas sein. Oh, oh ja. Okay, wir haben es, glaube ich. Sonde unterwegs. Niedrig. Also immer noch was. Alter. Ja, ich finde aber, also auch wenn mir das an sich Spaß macht, dieses Minispiel hier, ja, ich finde, die übertreiben es ein bisschen. Also ich hätte jetzt gesagt, pro Planet vielleicht 5 Sonden, okay, aber du kannst ja ohne weiteres über 10 Sonden hinschicken. Musst dir die scheiß Sonden dann immer wieder neu kaufen. Boah, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Man wird ja natürlich nicht gezwungen, das zu machen. Klar, wenn man wie ich alles möglichst vollständig machen will, dann wird man schon so ein bisschen dazu genötigt, das hier zu machen. So, jetzt aber abgebaut, bitte. Das gibt's nicht. Oh, scheiße. Alter. Sonde unterwegs. So, danke. Wow. Okay. Gut, jetzt müssen wir. Ja, gehen wir zur Abschlussstelle der Normandie. Aber ich muss eigentlich wieder zu. Oh, Kacke, ey. Ist das weit weg? Na, das geht. Ich guck mal, ob ich mit den Sonnen hinkomme. So, auf jeden Fall sind ja schon mal 3, 4 Planeten. Ja, okay. Wird eng mit den Sonden. Oder wirklich mal einen Planeten, wo nur niedrige Anzahl an Ressourcen sind. Das wäre nicht verkehrt. Meiner Ansicht nach. Es kommt bestimmt sehr hoch oder so. Oder gigantisch. Ne, Mittel. Das ist in Ordnung.
Ich guck mal nach anderen Sachen außer Platin erstmal. Na gut. Ist leichter gesagt als getan. Oh, hier ist doch Palladium. Ist aber nicht die Menge. Ich gehe jetzt mal davon aus, ohne es genau zu wissen, dass, wenn wir viel Platin finden, wir wahrscheinlich auch viel Platin benötigen. Dass man es nicht einfach so aus Juxensäulerei findet, sondern dass es wirklich ein, dass dahinter den ganzen Ressourcen auch irgendwo ein tieferer Sinn steckt. Sonde unterwegs. Also welche man findet und in welcher Menge man die findet. Oh, ja. So. Sonde unterwegs. Niedrig. Hier ist beides. Wir haben, glaube ich, angefangen vorhin, ne? Ja. Starte Sonde. War noch irgendwo ein großes. Ah, hier ein großes Platin-Vorkommen. Und da ist alles so ein bisschen Iridium dabei, ein bisschen Palladium, abgebaut, sehr gut. So, den Planeten müssen wir auf jeden Fall. Also noch ein Planet. Alter. Wir machen das als erstes, so ein bisschen Abwechslung hier reinzukriegen. Ich habe eine Anomalie geortet. Habt ihr überhaupt den Planeten euch durchlesen können? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Sorry, Leute. Ah, okay, war nur die eine Seite. Okay, also kann man nicht runter scrollen. Anomalie geortet. Hoch, Alter. Okay. Wow. Wow. Sonde unterwegs. Element Zero? Nee. Sah gerade so aus. Spackt ihr so voll ab irgendwie gerade? Starte Sonde. Der Scanner. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Oh! Scans bestätigen das Wrack der SSV Normandy auf der Planetenoberfläche. Keine Anzeichen von Leben oder synthetischer Aktivität entdeckt. Stabile Landezone an Abschussstelle geortet. Kurs machen wir gleich. Ups. Da habe ich gar nicht gesehen, dass die Anomalie da ist. Aber gut, haben wir das auch. So. Uiuiui, ui, ui, das ist natürlich geil. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Also hier gibt es auf jeden Fall viele andere Ressourcen, abgesehen von Platin. Sonde gestartet. Und wir haben fast keine Sonden mehr, yeah. Boah, ich finde es echt ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich werde auch auf eure Kommentare eingehen. Und wenn ihr irgendwann schreiben sollt, hier Alex, das nervt halt einfach nur mit dem Abbauen, dann werde ich gucken, dass ich das wirklich für euch offscreen mache. Aber da müsst ihr halt alle mit einverstanden sein. Also es bringt da nichts mehr. Kann zwei Leute sagen, ich bin genervt, zwei Leute sagen, nee, ich find's geil. Ja gut, dann. ich mach's so oder so. Also ob ich's jetzt dann. Ich nehm's eh auf. Also ob ich's dann rausschneide oder nicht. Das ist halt nur mehr Aufwand. Das rausschneiden.
Aber würde ich halt für euch natürlich gerne machen, aber wie gesagt, wenn ihr sagt, nee, das ist doch ganz interessant, oder wie auch immer, dann, ja, dann ist dem so. Also mich würde es jetzt, wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde es mich jetzt nicht stören, was gehört halt dazu. Sonde gestartet. So, jetzt hoffe ich, dass wir mit den vier Sonden noch den Planeten abbauen können, wenigstens. Ich denke nicht, dass ich alle Planeten komplett abbauen werde. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird auch nicht vonnöten sein. Sonde gestartet. Weil das sprengt echt jeden Rahmen, glaube ich. Starte Sonde. Gut. Achso, wir wollten ja landen. Ich vergaß. Gut. So, die Normandie.